Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen. Heute zum 15. Interview von der Reihe Hashtag Wheel of Brainstorming. Und mein heutiger Gast ist Timo Schmidt, großartiger Visagist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist und deine Geschichte erzählst. Und ja, ich verfolge dich schon sehr, sehr lange auch auf den sozialen Netzwerken, was du da auch immer so Vorher-Nachher-Bilder postest und einfach die Geschichte dahinter. Darüber quatschen wir heute einfach mal so ein bisschen. Sehr gerne. Und meine erste Frage ist eigentlich, hast du ein Lebensmotto, wie du in den Tag startest? Also erstens, ich sag mal so, wenn ich morgens aufstehe, denke ich mir jedes Mal, oh, kann ich nicht noch ein bisschen liegen bleiben? Ja, das ist eigentlich so das Erste, wo ich drüber nachdenke. Ansonsten, nee, also ich habe zwar ein Lebensmotto, das heißt einfach sei, wie du bist, verstell dich nicht und leb dein Leben so, wie du willst, weil du kannst es sowieso nie jedem recht machen, deswegen machst du in erster Linie dir selbst recht und danach kommen alle anderen. Und so lebe ich eigentlich jeden Tag, weil das macht mich glücklich und wenn ich glücklich bin, kann ich es auch an andere weitergeben. Genau, das hast du so schön gesagt. Das ist ja auch wirklich, es beginnt bei einem selbst und das strahlst du ja dann auch aus. Und, auf jeden Fall. Du bist ja auch total toll geschminkt und ich finde das total klasse. Wie fing das bei dir an? Gehen wir mal direkt an den Anfang. Also seit wann begeisterst du dich so dafür? Also ich muss sagen, wo so im Teenageralter habe ich schon gemerkt, dass ich andere, also wenn Frauen sich stärker geschminkt haben, fand ich das schon schön. Und als ich dann so die ersten Männer gesehen habe, die sich geschminkt haben, fand ich das auch sehr schön. Mhm. Und klar, wenn man so in der Pubertät ist und dann traut man sich das noch gar nicht so. Also ich habe das immer schön gefunden, aber ich hätte jetzt nie mehr vorstellen können, dass ich das auch selber mache. Und irgendwann hatte ich dann so einen Punkt, wo ich gedacht habe, was bringt mir das, wenn ich nur das nicht mache, weil andere das vielleicht nicht akzeptieren? Und habe dann angefangen, das ja vor 12 Jahren, würde ich sagen, habe ich dann angefangen, mich so ein bisschen zu schminken, dass ich mich so nach und nach dran traue, aber nicht so, dass andere das unbedingt merken. Also ich habe dann so ein bisschen Puder mal genommen oder so eine durchsichtige Wimperntusche, die gar nichts gebracht hat, aber ich dachte, dann habe ich zumindest das Gefühl, ich bin geschminkt. Ja, und so hat es eigentlich angefangen und irgendwann gab es halt dann den Punkt, wo ich gedacht habe, ich will, wenn ich mich schminken will, mache ich das. Wenn sich dann Leute abwenden, dann ist es so. Aber dann bin ich zumindest für mich selbst glücklich. Und ich habe auch gesagt, wenn ich irgendwann auch alleine da bin, vielleicht nur dann meine Familie da ist, dann habe ich trotzdem, bin ich für mich selbst glücklich. Und das ist viel mehr wert, als wenn ich rausgehe und vielleicht lieber geschminkt wäre. Aber das nicht mache, weil andere vielleicht gucken könnten oder lachen könnten. Und das war mir aber irgendwann dann egal, ja. Und wie lange hat dieser Weg so für dich gedauert? Das war gewiss schon eine ganz schöne Reise so. Also das war ja quasi der Weg zu dir selbst, ne? Ja, das hat angefangen. Ich bin dann teilweise geschminkt rausgegangen und habe gemerkt, die Leute schauen. Und es war mir schon unangenehm, weil das war ja nicht mein Plan. Ich habe das ja nicht gemacht, damit andere Leute mich wahrnehmen, sondern eher, damit ich mich besser fühle, weil ich es einfach schön finde. Ja. So wie jetzt jemand anders sich vielleicht die Haare blond macht, fand ich es halt schön, mich zu schminken. Klar, ich war auch, bin auch blond von Natur, habe dann auch meine Haarfarbe gewechselt. Aber ich habe immer, je mehr ich mich verändert habe, desto schöner habe ich mich selber gefunden. Klar waren es Äußerlichkeiten, aber ich habe halt gemerkt, dadurch bin ich einfach sicherer, ich fühle mich wohler und habe es dann natürlich auch nach außen hin so gebracht. Mhm. Und habe dann immer mehr gemacht und habe dadurch aber natürlich auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber irgendwann, als ich das länger gemacht habe, kam dann halt auch immer mehr Positives. Ja. Wie das dann, guck mal, Timo, ich finde es gut, was du machst, willst du mich nicht auch mal schminken? Und so hat sich das halt eigentlich entwickelt und dann habe ich ja auch die Ausbildung als Friseur angefangen. Mhm. Ja, und da war es jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man sich schminkt. Ja, also kam das so Step by Step bei dir, dass sich das so cool entwickelt hat. Und wie bist du da gerade jetzt mit der Kritik umgegangen, die jetzt so ein bisschen dir ein Kontra gegeben hat? War dir das am Anfang egal oder Am Anfang war mir das nicht egal, weil das war auch immer noch die Phase, wo ich schon Werte darauf gelegt habe, was die Leute in meinem Umfeld sagen. Mhm. Und klar, wenn dann die Leute sagen, ja, aber wieso schminkst du dich, wieso siehst du so aus, dann denkt man natürlich schon darüber nach. Ist es jetzt wirklich das Richtige? Soll ich das weitermachen oder soll ich einfach damit aufhören und wieder in die Stadt gehen können, ohne dass irgendjemand schaut? Ja. Ja. Aber ich habe halt gemerkt,
ist, wenn ich mich selber schminke, fühle ich mich einfach schön. Ich finde es schön, wenn ich dann praktisch so meine Kunst nach außen bringe, ja, und habe dann gedacht so, nee, ich habe jetzt damit angefangen, ich wollte das immer machen. Und auch wenn es Leute gibt, die halt das negativ auffassen oder auch negativ reagieren, dann lasse ich die Leute einfach aus meinem Leben. Aber das war zum Glück, das waren nicht viele Leute. Manche haben sich dann so nach und nach abgewendet. Das war mir aber dann auch egal. Aber da waren schon viele, die das gut fanden, die hinter mir standen. Und natürlich auch viele, die dazu kamen, die mich praktisch durch mein Optisches kennengelernt haben oder gesehen haben und dann gesagt haben, ach, guck mal, wer ist das denn? Und so hat es nach und nach, hat man halt dann immer ein bisschen mehr Bekanntheit bekommen, klar. Super. Und was liebst du am Schminken besonders? Also was ist so für dich, gibt es da irgendwas, wo du dich besonders drauf freust, wenn du dich schminkst? Ja, also ich muss sagen, ich finde, man kann halt so das ganze Gesicht ändern. Das heißt, ich kann meine Augen, also ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich meine Augen gar nicht so schön fand. Ich dachte, die sind einfach grün und hatte dann immer Kontaktlinsen. Aber jetzt, wenn ich die schminke und so, dann kommen die halt raus. Ich kann meine Augen brauchen. Ich habe halt, ich hatte eine Zeit lang, habe ich die wegrasiert, klar. Dann habe ich die halt viel zu weit oben gemalt. Das sah auch ganz schlimm aus. Jetzt habe ich halt nicht mehr so viele und dann kann ich die malen, so wie ich die haben will. Ich kann halt mein Gesicht so betonen, ich kann meine Lippen betonen, klar, die sind auch gemacht, aber noch mehr betonen. Ich kann einfach so aussehen, wie ich will. Und Und das kann jeden man halt Tag mit, neu auch irgendwie, ne? ja, jeden Tag neu und vor allem auch andere Leute, Ja. weil es ja auch teilweise mein Beruf ist, gebe ich denen genau das gleiche Gefühl. Die vielleicht Ja. sagen, das oder das gefällt mir nicht, kannst du das kaschieren, dann mache ich das und die sagen, wow, ich sehe ja wirklich toll aus. Also danke dafür. Und die haben dann ein ganz anderes Gefühl oder gerade heute an dem wichtigsten Tag so. Das ist echt ein schönes Gefühl, wenn du denen dann so ein Gefühl davon geben kannst, wow, guck mal, ich bin schön, auch wenn die sonst auch schön sind, aber die fühlen sich noch schöner an so einem Tag. Ja, das ist schon echt viel wert. Und da sprichst du ja auch gerade das an, was für dich ein absolutes Highlight ja ist, deine Berufung, ja, deine Passion. Was war auch so für dich so ein Tag, den du nie vergisst als Also, um ehrlich zu in sein, deinem ist es Beruf? eigentlich so gut wie jeder Tag, wo ich dann Leute schminke, weil das immer wieder so, das ist, die Leute sind dann glücklich, die fühlen sich schön, die machen gerne Bilder, die treten ganz anders auf, wenn dann auch noch die Haare gemacht sind. Ich arbeite ja auch mit einer tollen Friseurin zusammen. Das heißt, das ist einfach so das Gesamte, wenn ich Leute schminke und die sich danach so fühlen, wie ich mich jeden Tag fühle. Einfach schöner, wenn man es halt aufs Optische bezieht. Und manchmal ist es ja so, dann hat man vielleicht ein bisschen zugenommen oder die Haut ist einen Tag nicht so schön. Und wenn man das dann alles so ein bisschen kaschieren kann, dann ist es schon viel wert, ja. Auf jeden Fall. Und da gibst du ja auch nicht nur, da gibst du ja so viel weiter, auch einfach das Gefühl, schön zu sein. Also Ja. einfach dieses innerliche Gefühl, hey, ich fühle mich schön Ja. und das gibt dir auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Wie geht dir das denn, wenn du jemanden geschminkt hast, eine Braut zum Beispiel, und sie schaut dann in den Spiegel? Also es ist, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, weil es ist halt immer auch individuell. Der Ja. eine kann es vielleicht mehr ausdrücken, der andere weniger. Aber es ist allgemein einfach, für mich ist es halt wichtig, wenn ich zum Beispiel gerne mich schminke oder meine Nägel mache, dann mache ich das und fühle mich dadurch innerlich auch besser, weil ich es Ja. äußerlich einfach schön Ja. finde. Und deswegen sage ich auch immer, man muss einfach so sein Leben leben, wie man möchte, weil wenn man das macht, ist man automatisch glücklicher. Und da kommt es nicht darauf an, ob es jetzt die Optik ist oder irgendwelche Einstellungen. Ich finde immer, solange ich mit meinem Leben keinem anderen schade oder keinen anderen damit irgendwie diskriminiere oder ähnliches, dann kann jeder so leben, wie er möchte. Klar, wenn man Das andere stimmt. damit verletzen würde oder gegen irgendwas was sagen würde, wie jetzt zum Beispiel Herkunft, Religion oder so, das ist was anderes. Aber ich finde, wenn man halt so leben kann, wie man will und damit keinem anderen schadet, dann ist es, sollte man das auf jeden Fall so machen. Klar, gehört da so ein bisschen Zeit zu, man muss sich selber finden und vor allem muss man auch den Weg gehen und den Schritt gehen. Und viele schreiben mir dann auch, Timo, du gibst mir so ein Gefühl, dass ich das machen soll, du hast mir dabei geholfen, mich zu finden. Und das ist natürlich unbeschreiblich schön, weil ich lebe mein Leben so, wie ich will und ich gebe das gern weiter, damit die Leute sehen, guck mal hier, der macht es jetzt seit 12 Jahren und ist einfach glücklich angekommen und ich kann das auch schaffen. Und das ist schon
so eine Aufgabe, die ich irgendwann angefangen habe zu machen, um alles, was ich selber mache, auch weiterzugeben, weil dadurch gebe ich einfach anderen Leuten Mut, die vielleicht, keine Ahnung, sich die Haare pink färben wollen, aber überlegen, was mache, ob ich das jetzt mache oder nicht. Aber mach das einfach, du kannst sie zur Not auch wieder umfärben. Aber wenn du dich dann besser fühlst, dann ist es einfach so ein Schritt, um dich selber einfach zu finden und vor allem von anderen Meinungen sich so ein bisschen zu lösen. Ja. Sehr, sehr schön. Also da bekommt man schon irgendwie Gänsehaut, weil du bist ein Vorbild. Du bist ja ein riesiges Vorbild für ganz, ganz viele. Und was ist so deine Message dahinter, die du, das hast du ja eben auch schon so gesagt, einfach so Mut zu haben, man selbst zu sein. Und wie ist das jetzt so von Anfang an gekommen oder ist das auch so ein bisschen deine Reise, die du erlebt hast? Ja, das ist nicht von Anfang an gekommen. Das dauert auch, also vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber das dauert schon wirklich lange, weil gerade am Anfang, wenn du dich noch so selbst findest, aber dann trotzdem schon immer viel Negatives kommt, du musst halt stark sein, du musst irgendwie da durch, damit du irgendwann den Punkt hast, wo die Leute sagen, boah, wow, das ist der, kennst du den Timo? Ja, ach ja, der sich schminkt. Also das wird sofort damit verbunden und es dauert schon lange. Weil gerade am Anfang, wenn man sich verändert, egal ob das jetzt optisch ist oder vielleicht Beruf oder in irgendeiner Weise, die jetzt nicht normal ist, ja, dann heißt es immer, ja, aber wieso, du kannst doch nicht deinen Job aufgeben, wegen dem oder dem, oder du kannst doch dich nicht schminken als Mann oder du kannst doch keine langen Nägel haben. Aber wenn man die Phase überwunden hat und die Leute, die das negativ sehen, auch sehen, ach guck mal, dem geht's gut, der ist glücklich oder die dann in dem Fall, da muss man schon so ein bisschen Stärke haben. Aber ich glaube, wenn man irgendwas möchte und es dann auch durchzieht, dann kann man es auch. Und deswegen finde ich immer, wenn jemand zu mir sagt, ich bin Vorbild, das ist echt eine ganz große, also ich bin da echt stolz drauf, wenn das jemand zu mir sagt. Das war auch, wo ich jetzt neulich in der Zeitung war, danach kam das auch oft. Und ich muss sagen, ich bin da schon, also ich fühle mich da schon sehr geehrt, wenn jemand sagt, ich bin Vorbild, weil ich mache das, was ich liebe. Und wenn ich damit anderen aber helfen kann oder denen Vorbild sein kann, dann ist es natürlich nochmal viel, viel mehr wert. Ja, das ist echt, da habe ich echt eine große Priorität in meinem Leben, dass ich das dadurch, was ich liebe, einfach weitergeben kann. Ja. Super, super Lebenseinstellung, Timo, wirklich. Und vielen Dank. Auf jeden Fall diese Stärke. Gehen wir darauf nochmal ein, besonders. Ja. Wie hast du es geschafft, diese Stärke in dir aufzubauen? Also ich glaube, das hat schon viel mit Äußerlichkeiten bei mir selbst zu tun. Guck mal, ich war früher in der Schule, ungeschminkt sehe ich ja schon ganz anders aus. Ich war jetzt für mich persönlich nie irgendwas Besonderes. Ich sah ganz normal aus wie jeder andere auch. Und habe aber dann, als ich optisch Sachen verändert habe, die mich aber selber gestärkt haben. Ja, ich habe zum Beispiel meine Nase operiert, weil ich fand die nicht schön. Dann habe ich die geändert und habe gemerkt, jetzt fühlst du dich besser. Also du gehst mit einem anderen Lebensgefühl raus. Auch wenn es nur ganz optisch ist, aber es hat mich einfach gestört. Oder zum Beispiel hatte ich eine ganz, ganz schmale Oberlippe, also wirklich ganz schmal. Mhm. Dann habe ich die verändern lassen, weil ich es einfach schöner fand. Und so habe ich nach und nach schon mehr Selbstbewusstsein bekommen. Klar geht es um Äußerlichkeiten, aber jetzt zum Beispiel, ich gehe auch ungeschminkt raus, das ist für mich gar kein Problem, weil ich mich einfach gut fühle. Ja. Und früher, wo ich dann auch ungeschminkt rausgegangen, ich war ganz unsicher, weil ich gedacht habe, nur mit Schminke bin ich jemand. Ja? Mhm. Aber das ist ja gar nicht so. Das ändert ja, also natürlich würde ich sagen, wenn ich geschminkt bin, habe ich mehr Selbstbewusstsein, also ich trete anders auf. Oder wenn ich dann mal ungeschminkt bin und sehe jemanden, den ich kenne, dann gehe ich vielleicht doch mal ein Regal weiter, nicht gesehen zu werden. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wenn ich geschminkt bin, habe ich definitiv mehr Selbstbewusstsein. Und das ist vielleicht bei jemand anders auf Kleidung bezogen. Der vielleicht, wenn er schwarz anhat, fühlt er sich vielleicht besser, als wenn er bunte Sachen anhat. Oder jemand anders, der vielleicht, da gibt es ja viele Beispiele. Ja. Für mich persönlich muss ich sagen, dadurch, dass ich halt durch meine Schminke mir was aufgebaut habe, würde ich sagen, bin ich trotzdem ungeschminkt viel, viel stärker geworden. Weil es ist ja dann praktisch nur die Maske. Ja, ich fühle mich zwar schöner damit und ich habe dadurch auch mehr Selbstbewusstsein, auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich gelernt, auch wenn ich ungeschminkt bin, gehe ich trotzdem auf die Menschen zu. Ich rede trotzdem mit den Menschen. Zum Beispiel vorletztes Jahr, wo ich im Urlaub war, ich war keinen Tag geschminkt, ich habe meine Nägel abgemacht. Ich war einfach ich, so wie ich bin. Mhm. Und habe trotzdem voll viele Leute kennengelernt,
jeden Morgen irgendwie Leute am Pool getroffen und Hallo gesagt. Da habe ich gemerkt, und es war auch echt ein emotionaler Moment, muss ich sagen, dass ich irgendwie gemerkt habe, ohne alles bin ich trotzdem irgendwie ein Mensch, der andere Menschen ja, zum Lachen bringt oder einfach trotzdem auffällt, ohne das Ganze. Und das, muss ich sagen, hat mich auch nochmal ein Stück weitergebracht. Ja. Das ist eine absolute Reise und ja, auch dadurch, auch wenn es mal ein bisschen, wo man Konfrontationen bekommt, die jetzt nicht gerade immer positiv sind und sich immer wieder aufrüttelt und sagt, das ist der Traum, das ist das Warum, ja, das muss ist man genau, auch. Genau das, ist das was man liebt, dafür lohnt es sich wieder aufzustehen und diese Stärke strahlst du total aus und siehst du dich denn als Make-up-Artist, Visagist, Künstler? Also was, wo siehst du dich am meisten? Ja, also ich würde gar nicht unbedingt mich als irgendwas Spezielles sehen. Mhm. Ich würde einfach mich so sehen, dass ich halt so meine Kunst nach außen trage. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt Lust habe, mich stark zu schminken, dann mache ich das, wenn ich nur ein bisschen will. Also so, wie ich mich fühle und wie ich Lust habe, bringe ich das auch raus. Und ich würde einfach sagen, meine Aufgabe ist nicht unbedingt nur das Make-up zu machen, sondern einfach den Leuten so ein Stück von mir mitzugeben. Weil die Leute, die ich schminke, können das eins zu eins unterschreiben, dass wenn ich die schminke, bin ich die ganze Zeit am Reden. Man redet eigentlich in so einer Stunde über alles Mögliche. Und dann sagen die Leute auch nachher, man hat irgendwie so gar nicht das Gefühl, dass es dann in dem Moment irgendwie um eine Hochzeit oder so geht. Man genießt einfach den Moment. Klar rede ich auch manchmal ein bisschen viel in der Stunde, ja. Aber das ist irgendwie so, das geht dann gar nicht nur um das Make-up, sondern es geht einfach so, um sich ein bisschen kennenzulernen, um über alles so zu quatschen. Auch manchen, denen es vielleicht nicht so gut geht, kann ja auch schon mal sein. Die reden dann trotzdem über irgendwelche Dinge bei mir. Und das ist natürlich dann auch wieder viel wert, dass ich merke, die Leute vertrauen mir, obwohl ich die vielleicht dann erst mal sehe. Ja? Und das ist schon so ein, also ich sehe mich einfach so als Mensch, der gerne das weitergibt, was er im Leben erlebt hat. Und viele sprechen ja auch über so Dinge gar nicht. Also für mich ist alltäglich so, dass irgendwelche Hassnachrichten kommen oder vielleicht nicht jeden Tag, aber oft. Und anderen geht es auch so, aber die schämen sich vielleicht, weil die denken, so wie die leben, das ist falsch. Aber bei mir ist es so, ich weiß, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die mich genauso nehmen, wie ich bin. Meine Familie und meine Freunde. Und Freunde habe ich wirklich ganz wenige. Die habe ich wirklich so mir mit den Jahren auch wirklich genau ausgesucht, weil ich weiß, wer hinter mir steht, egal was ich mache und wer mich auch so nimmt und vor allem sich auch nicht dafür schämt, mit mir durch die Stadt zu gehen, weil die Leute alle gucken oder weil vielleicht auch Leute einen ansprechen, weil die den irgendwoher kennen. Und ich glaube, wenn du Leute um dich hast und deine Familie, die dich halt so nimmt, wie du bist, dann ist es, dann ist alles andere egal. Weil Leute, die mir vielleicht Leute, die mir vielleicht irgendwie im Internet eine Nachricht schicken, und wollen, dass ich mich umbringe oder so, das ist mir vollkommen egal, weil ich werde die Leute nie in meinem Leben sehen. Und die Leute werden mich wahrscheinlich auch nie sehen. Und wenn die vor mir stehen, würden die das auch nie sagen. Ja. Und deswegen ist es für mich so, so wirklich, also wirklich, es ist mir wirklich egal. Es ist so einer von vielen. Und ich denke denen dann immer nur für die Aufmerksamkeit. Weil wenn ich so scheiße wäre, wenn ich so scheiße wäre und so scheiße aussehen würde, dann würde ich persönlich die Zeit nicht investieren, den Leuten zu schreiben. Ja. Ja, super, super gemacht. Ist so. Also, und deswegen denke ich mir so, danke für die Aufmerksamkeit und das war es auch dann. Genau, und das ist die Sichtweise, entweder negativ oder positiv und man trägt selbst die Entscheidung dazu, welchen Weg man gehen möchte und wenn man sich nur aufs Negative konzentriert, ist es ja so, oh, alles ist doof, alles ist schlecht und so weiter und man bekommt gar nicht die schönen Dinge mit. Und, und du bist ja, du strahlst und brennst ja dafür, jeden, auch den du schminkst, ein Lebensgefühl mitzugeben, ein positives Lebensgefühl. Und da macht es ja auch Sinn, sich dann eher darauf zu konzentrieren, als auf die ganzen anderen komischen Dinge, Hate-Nachrichten oder sonst irgendwas. Die sind halt da, aber dann sollen sie da sein, aber ist halt so. Ja, jetzt und man kann Man kann es sich ja auch selber aussuchen, wie du gesagt hast. Entweder man nimmt die positiven Dinge auf und stärkt sich dadurch, oder man nimmt die negativen Dinge auf und lässt sich davon runterziehen. Aber die Entscheidung liegt bei jedem selbst, das ist natürlich klar. Aber für mich war am Anfang, gerade am Anfang, war das natürlich echt eine große Stärkung auch, wenn Leute
positiv darauf reagiert haben. Ja, und du das dann immer wieder gesagt hast, wow, das kommt ja wirklich gut an, auch wenn es dein eigenes Leben ist, aber je mehr Zuspruch du bekommst und je mehr Unterstützung, desto mehr gehst du ja auch den Weg, ist ja klar. Ja. Glaube ich, auch ein ganz normales Verhalten von Menschen. Und dann ist es natürlich, je mehr positiv kommt, ist es natürlich dann auch so, dass man es einfach aufnimmt und immer stärker wird. Ja. Ja. Ja, ja, die Gemeinschaft dahinter, einfach dieses Wir-Gefühl, das stärkt ja dann auch enorm und ist dann eine unheimliche Kraft und das ist Wahnsinn. Und da, in den 12 Jahren, in denen du das jetzt so erlebt hast, die Reise, das ist ja unfassbar, dann diese Stärke dann auch, die du dann da auch gewonnen hast und jetzt auch richtig weitergeben kannst. Und du bist ja auch selbstständig, Unternehmer. Was würdest du denn jetzt auch Menschen empfehlen, die eine Idee haben und sich selbstständig machen wollen mit irgendetwas? Wie sollen die da vorgehen, wenn die irgendwie, egal in welchem Bereich, was würdest du da für Tipps geben? Also ich muss sagen, wenn man für irgendwas eine Leidenschaft hat oder irgendwie einen Traum hat, den man verwirklichen möchte, klar muss man eher immer realistisch sein und auch natürlich nicht einfach alles von einem auf den anderen Tag aufgeben und irgendwas aufbauen, wo man noch nicht genau weiß, wie das läuft. Aber ich finde immer, wenn man einen Job hat und es nebenbei aufbaut und merkt auf einmal, wow, da ist so eine große Resonanz, dann ist es der richtige Weg. Und auch wenn man vielleicht irgendwas machen will, wo andere sagen, meinst du, das klappt oder so, dann trotzdem daran glauben und sich die Leute halt dann praktisch an die Seite nehmen, die sagen, hier, du machst es gut, ich unterstütze dich da. Klar muss man immer auch realistisch die Dinge sehen und sehen, wie ist es gerade in so einer Zeit, die jetzt im Moment ist. Aber ich finde, wenn man irgendwo für eine Leidenschaft hat und das zu seinem Beruf machen kann, dann ist es nicht wie Arbeit, sondern es ist halt einfach seine Leidenschaft und dann fühlt sich das wieder wie Arbeit an. Das heißt, man steckt viel mehr Zeit da rein, man steckt viel mehr Liebe da rein und dann kann es eigentlich auch nur gut werden, wenn man halt realistisch an die Sache geht und nicht naiv und denkt, es wird schon. Also man muss sich das schon gut überlegen. Aber wenn man halt einen Wunsch hat und einen Traum hat, dann sollte man den auf jeden Fall verfolgen. Und wenn es nachher nur ein Hobby bleibt, dann ist es ja auch nicht schlimm, dann ist es ein Ausgleich zu seinem Job. Aber trotzdem hat man dann halt das probiert und weiß, okay, vielleicht denkt man nicht irgendwann mit 60 oder 70, hätte ich das mal gemacht. Hätte ich doch, ganz genau. Mensch, du hast eine klasse, ich feiere dich total. Du hast eine super, super Lebenseinstellung. Vor allen Dingen auch alles zu versuchen und nicht einfach Chancen auszulassen, sondern das steht ja auch in so, so vielen Erfolgsbüchern. Ja. Mach es. Liest du auch so Erfolgsbücher? Nee. Ich mache das nicht, weil ich finde, wenn man, natürlich gibt es so Bücher, die wahrscheinlich dann einen da drin bestätigen. Mhm. Aber ich finde, das ist halt auch so eine zweiseitige Sache. Man hat natürlich danach voll viel Elan und will alles machen, aber wenn es dann nicht klappt, ist man viel mehr enttäuscht. Mhm. Deswegen finde ich, wenn man selber das will, dann hat man die Kraft dazu. Aber wenn man halt, natürlich muss man ermutigt werden und dann hat man auch mehr Mut, aber gerade, ich denke, das ist ja so, vielleicht so ein bisschen Gehirnwäsche, und dann ist man halt so voll da drinne, will alles erreichen, was man halt vielleicht erreichen will und wenn es dann nicht klappt, ist man viel mehr enttäuscht. Und das meine ich so mit ein bisschen realistisch sehen. Klar, man braucht Zuspruch, man braucht Menschen, die einen unterstützen. Aber das ist halt, finde ich, viel mehr wert, wenn es Menschen sind, die auch wirklich da sind, als wenn es irgendjemand ist, der das natürlich weitergibt und jemand ermutigt, aber im Endeffekt es auch nur macht, um sein Geld zu verdienen. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Also der Anker der Familie, der Freunde, das ist, dass du da Menschen um dich hast, die einen dann aufbauen und dann sagt, so, du schaffst das trotzdem. Und letztendlich der wichtigste Mensch ist man selbst. Dass man sich selbst immer und immer wieder Mut gibt und dann schafft man das auch alles. Weil wenn man das selber nicht möchte und so ein Buch liest und ist danach voller Freude, dann ist es eine Zeit lang so, aber wenn das nachlässt, und du auf einmal da stehst und musst alles bewältigen, dann ist es leider auch nicht so, wie man es haben möchte. Deswegen, ich glaube, wenn man selber das möchte, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Aber wenn man halt sich andere beeinflussen lässt, weil die es vielleicht geschafft haben, dann ist es immer so ein bisschen so eine schwierige Situation. Ja. Ja, das Wichtigste ist, denke ich, wie sehr willst du das und warum willst du das? Ja, genau. Und dieses brennende Verlangen, diese Leidenschaft dahinter, die Liebe dahinter und das einfach alles reinstecken und dann machen, probieren, Leute. Macht es einfach, denn man lebt nur einmal und das Leben wäre viel zu schade, wenn man dann irgendwann
wie du auch schon gesagt hast, mit 80, 90 oder so, ach hätte ich doch. Ach hätte ich ja, doch. Genau, mal das, ja, genau. Ja. Ja, es ist ja auch nie zu spät dafür, irgendwas in seinem Leben zu verändern. Klar, je älter man wird, desto mehr überlegt man wahrscheinlich, soll ich das, was ich habe, aufgeben? Aber wenn man mit irgendeiner Situation unglücklich ist, dann muss man das ändern, weil man ist dann nicht glücklich, man steht nicht gern auf, man geht nicht gern raus. Also ich finde schon, wenn es irgendeine Situation gibt, die einen stört, egal ob das auf eine Beziehung zurückzuführen ist oder auf Freundschaften oder auf andere Dinge, dann sollte man schon versuchen, das zu ändern, auch wenn es nicht immer leicht ist und es wahrscheinlich auch nicht immer der leichteste Weg ist. Ja. Aber danach wird es einem definitiv besser gehen, zu 100%. Das ist der Weg aus der Komfortzone raus, der Kraft erfordert. Aber da gewinnt man ja dann auch die Stärke. Das ist genau der Weg. Ja, und, aber ich glaube, das sind einfach so Situationen, die man halt selber erleben muss. Weil wenn andere einem das sagen, erzählen kann man viel. Das ist so. Aber, Learning by doing, das ist es echt. Ja, genau. Aber wenn andere das sagen, es ist ja genauso, wie wenn man anderen Freunden einen Rat geben möchte. Ja. Die nehmen das auch zwar, die nehmen das auf, aber nicht unbedingt an. Aber wenn die dann irgendwann die Erfahrung gemacht haben und merken, man hat recht, dann können die das nachempfinden. Und wenn nochmal so eine Situation ist, dann hören die vielleicht auch eher auf jemand anders. Weil man halt vielleicht das als Außenstehender auch ganz anders sieht, wie wenn man in der Situation drin ist. Ja. Das stimmt. Ja, das ist immer, dass man selbst die Lebenserfahrung sammelt und dann auch wirklich daraus lernt und wächst und sich weiterentwickelt. Deswegen sagt man ja auch, man lernt nie aus. Ja, das stimmt. Das merke ich jeden Tag. Ja. Passend dazu die Frage, die mir gerade spontan einfällt. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich genau jetzt sagen? Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, dass du das jetzt über die Jahre besonders gelernt hast? Oder dass du da irgendwas anders machen möchtest? So 3 Tipps, die du deinem 18-jährigen Ich in deinem jetzigen Ich sagen würdest. Ja, also ich würde nicht mal das so auf 3 beschränken. Ich würde einfach mir selbst sagen, halte einfach durch, egal wie fies Menschen sein können, wie aggressiv Menschen sein können, halt einfach durch, weil wenn du durchhältst, du wirst ein tolles Leben führen, du wirst glücklich sein, innerlich sowie äußerlich, du wirst so dein Leben leben, wie du dir das vorstellst und egal was kommt, vor allem Negatives, halt einfach durch, bleib stark und du schaffst es. Super gut, denn genau darum geht es ja auch. Das ist einfach so, das Beste aus jedem Augenblick machen. Und jetzt zum Abschluss einfach nochmal 3 Tipps. Vor allem, wenn ich noch eins sagen kann, wo ich angefangen habe, mich optisch zu verändern, habe ich natürlich oft auch den Gedanken gehabt, ja, soll ich das weitermachen? Soll ich das durchziehen? Ich hatte auch oft wirklich Phasen, wo ich gedacht habe, Ich kann einfach nicht mehr. Ich will einfach in die Stadt gehen, ohne dass jeder mich anguckt. Natürlich mag ich das, aber es gibt ja auch Tage, wo du dich nicht so gut fühlst und wo du vielleicht trotzdem geschminkt bist, weil du vorher arbeiten warst oder so. Und wenn dann jeder guckt, manchmal ist es natürlich, also es ist ein schönes Gefühl und es ist halt auch schön, dass ich den Leuten damit vermittle, macht so euer Ding. Aber klar, es ist auch so, dass man auch manchmal selber zweifelt, egal wie stark man ist, dass man denkt, warum mache ich das alles? Warum tue ich mir das an? Aber andersrum weiß ich dann wieder ganz genau, dass wenn ich selber, das sind nur so Phasen, die waren auch immer nur ganz kurz, aber da denkt man halt schon drüber nach. Aber für mich ist es halt wichtig, gerade heutzutage, wo es so viele schlimme Dinge auf der Welt gibt, dass ich einfach den Leuten zeige, seid einfach ein bisschen toleranter, ein bisschen mehr Respekt gegenüber anderen Leuten und dann wird die Welt viel, viel, viel einfacher. Und wenn man selber einfach andere Leute ein bisschen mehr toleriert, man muss nicht alles verstehen, das ist so. Und ich verstehe manches vielleicht auch nicht, aber trotzdem muss jeder sein Leben so leben, wie er will. Und jeder kann das auch entscheiden. Ich sage ja auch nicht, dass jeder sich so schminken muss oder sich so anziehen muss oder egal ob Mann oder Frau, das ist ja eh egal. Aber so wie ich selber akzeptiert werden will, möchte ich das ja auch, also sollen das andere auch. Und deswegen finde ich, wenn man einfach so ein bisschen die Leute einfach mal leben lässt, die fühlen sich dann auch besser, weil je weniger negativ kommt, desto besser fühlt man sich und desto mehr macht man auch. Und klar, wenn ich jetzt nicht ich wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch angucken. Aber trotzdem würde ich doch niemals die Person beleidigen oder irgendwelche dummen Nachrichten schreiben. Das ist doch jedem selbst überlassen. Eben. Und deswegen finde ich, man sollte schon einfach ein bisschen mehr Akzeptanz, Toleranz und vor allem auch Respekt gegenüber anderen Menschen zeigen. Und dann wäre das Leben für einen selber auch viel, viel
lebensfroher, als wenn man sich immer nur mit irgendwelchen negativen Dingen beschäftigt. Ja, also wirklich richtig, richtig toll. Das ist genau, du hast es auf den Punkt gebracht, einfach die Gemeinschaft leben, die Menschlichkeit. Weil, Ja. guck mal, wenn wir mal sehen, wir waren alle mal Babys. Und Mhm. wenn du einfach mal in die Stadt gehst und dann ein Baby anlächelst, was passiert dann? Das Ja, das ist Baby recht. lächelt Ja. zurück. Und es Ja. denkt nicht darüber nach, wie hat denn das jetzt gelächelt? Ja. Der Mensch, da lächle ich auf Ja, keinen das ist Fall zurück, so. das Ja. kritisiert nicht. Das ist einfach komplett natürlich. Ja, Und und deswegen, ich sage auch immer, dass gerade Babys, also oder Kinder, die auf die Welt kommen, die meisten, die haben so ein großes Selbstbewusstsein. ja, das Es ist die gibt natürlich auch komplette Kinder, die sind ein Natürlichkeit. bisschen, es gibt so Kinder, die sind ein bisschen zurückgezogener, es gibt Kinder, die sind offener, aber das gibt es ja auch später im Leben. Und ich Richtig. finde, dass Kinder so einfach, die werden neutral geboren. Die Genau. schauen nicht, wie sehen meine Eltern aus, wie sehen meine Geschwister aus. Die nehmen einfach die Menschen so. Aber sobald die dann in den Kindergarten kommen oder in die Schule, dann heißt es ja, das oder das ist aber nicht normal oder so musst du leben. Und wenn sich das da schon so ein bisschen ändern würde, und es kommt ja auch nur auf Kleinigkeiten an, wenn jetzt ein Mädchen lieber Hosen tragen will als Röcke, dann soll es das machen. Wenn ein Junge ein bisschen Nagellack drauf haben will, warum nicht? Also, und wenn das halt im Kindergarten und in der Schule so ein bisschen mehr vermittelt werden würde, dann wäre das Leben auch viel, viel toleranter. Aber wenn man es natürlich vorgelebt bekommt, dass es verschiedene Hautfarben gibt, verschiedene Religionen oder so, das muss natürlich, das gehört dazu. Aber gerade heutzutage in der Welt, wo einfach alle Leute Multikulti zusammenleben, finde ich, sollte das wirklich, wirklich kein Problem mehr sein, ob jemand eine andere Hautfarbe hat, ein anderes Aussehen, eine andere Herkunft, eine andere Religion. Jeder Mensch ist gleich, solange er den anderen Menschen halt keinen Schaden zufügt. Und das finde ich, wenn es schon als Kind vermittelt wird, würden die Kinder ganz anders aufwachsen und es würde viel, viel weniger Ausgrenzung, Rassismus oder ähnliche Dinge geben. Und das ist schon echt ein Punkt, wo viele Leute halt einfach noch dran arbeiten müssen. Ja. Oh ja, vor allen Dingen, ja, eigentlich das Fach Menschlichkeit. Das, Ja, auf jeden ja, Fall. und Gerade eigentlich heutzutage ist es so, wir haben alles. Also, ja. es gibt eine Nation und das ist Menschlichkeit. Das ist Ja. wirklich Ja, Menschlichkeit. 100%. Und das muss, das ist das, was gelebt, erlebt und weitergegeben werden muss. Denn ein Lächeln schon, ein Lächeln, was du weitergibst, ist schon, damit machst du die Welt Viel bunter. wert, ja, klar, auf jeden Fall. Damit macht man andere Leute glücklich, die geben ihre Genau. Glücklichkeit weiter. Also, es ist gar nicht so schwer, aber ja, die Leute sind halt heutzutage auch ja schon mittlerweile echt schwierig, viele, und sehen halt ihre Meinung genau so, und das ist auch okay, aber ja, vielleicht so Das ein Tun bisschen mehr darüber ist das nachdenken. Motto, ne? Das Ja, Tun, auf jeden einfach das Fall. Tun. Ja. Timo, was sind zum Abschluss deine drei Tipps genau dazu, worüber wir eben gerade gesprochen haben, zum Thema Gemeinschaft und für einen positiven Alltag? Hast du da noch mal drei Tipps, die das noch mal verstärken? Ja, erstens würde ich sagen, man soll immer bei sich selber anfangen, als Ja. andere zu kritisieren oder runterzumachen, weil wenn man selber, meistens ist es so, dass man von sich selbst ablenken will. Ich finde, man sollte auf jeden Fall bei sich selbst anfangen, sein Leben selbst so leben, wie man möchte, bei seinen eigenen Fehlern anfangen, bevor man halt auf andere drauf geht oder so. Dann finde ich, sollte man einfach die Leute akzeptieren und leben lassen, egal, wie gesagt, wie es ist, einfach die Leute auch mal den Kompliment machen, ja, wenn man das denkt, weil das tut auch schon gut. Ja. Wenn ich zum Beispiel jemanden in der Stadt sehe oder ähnliches und die Person finde ich irgendwie, die sieht cool aus oder so, dann sage ich der Person das auch, weil ich Super. finde, dadurch, das sind ein paar Sekunden von meinem Leben, aber für die Person hat es schon viel Bedeutung. Und ja, und dann das Dritte wäre einfach, wie gesagt, mehr Respekt gegenüber anderen, mehr Toleranz, mehr Liebe einfach verbreiten und einfach mal die Leute leben lassen, wie die wollen, ohne alles zu kritisieren. Weil das macht einen auch nicht besser. Ich finde, Ja. wenn man andere kritisiert, dann zeigt es eher die Person schlecht, als wenn die andere irgendwas falsch gemacht hat. Ja. Das ist jeder entscheidet selber im Leben, was er macht und muss dann dafür auch gerade stehen. Aber das ist nicht mein Recht, anderen zu sagen, wie die leben sollen. Ich gebe Eben. das weiter, wie ich selber leben möchte, klar, und gebe auch meine Einstellung weiter. Aber was die anderen daraus machen, ist denen ihre Sache. Ja. Ja,
Super, super toll, Timo. Wo finden wir dich? Also wo bist du überall aktiv? Social Media, wo können wir dich weiter verfolgen? Also ich habe Instagram, ich weiß ja nicht, ob du den Link unten reinpackst. Das packe ich und, alles hier unten rein, ja, also da könnt ihr überall gucken. Facebook habe ich auch, aber Facebook finde ich irgendwie ein bisschen langweilig so. Aber Instagram, manchmal bin ich mehr aktiv, manchmal weniger, aber ich mache mir da auch keinen Stress, weil ich habe auch ein normales Leben. Wenn ich was zu teilen habe, teile ich das und wenn nicht, dann nicht. Ich mache mir da auch keinen Stress. Aber Instagram schon doch eher wie Facebook, weil ich finde, Facebook ist so ein bisschen oldie-mäßig geworden. Da hat man eher wirklich so seine Leute, die man kennt und die man auch aus der Schule kennt und alles und sieht dann da auch immer so, wie das Leben von denen so verläuft. Aber ja, ich bin bei beiden aktiv und mal mehr und mal weniger und da kann man mich auf jeden Fall finden, ja. Super, ist hier unten verlinkt und dann guckt auf jeden Fall bei Timo vorbei und lasst euch von ihm inspirieren, von seiner Kunst. Und Timo, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Sehr deine gerne. Zeit, für deine inspirierenden Worte und deine Geschichte. Wirklich, wirklich toll. Wenn euch auch das inspirierende Interview gefallen hat, dann lasst es uns doch wissen mit einem Daumen nach oben, mit einem Kommentar. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Interview. Tschüss. Ich bedanke mich bei dir. Danke für die Anfrage und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja? Dankeschön, Timo. Tschüss. Ciao.